Im heutigen Roblox Adopt Me Video trade ich die nagelneue Cobra, die man für 500 Robux kaufen kann. Seid gespannt, was ihr für Angebote bekommen und welche Angebote ich annehmen werde. Vergesst natürlich auch nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und falls ihr eure ganz eigene Cobra gewinnen wollt, dann macht mit bei meinem Gewinnspiel, das jetzt gerade im i verlinkt ist. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, heute bin ich auf einem öffentlichen Server und trade nur die nagelneue Cobra. Sie ist vor, ich glaube, 1,5 Stunden oder so erst rausgekommen. Und ich bin auf einem öffentlichen Server und guck mal, was ihr für diese neue Cobra bieten werdet. Sie ist ein unlimitiertes Pet, also sie ist nicht limitiert. Man kann sie kaufen für, Moment, 500 Robux. Ich hätte gesagt, wir kaufen einfach mal eine und kaufen vielleicht auch noch eine zweite oder eine dritte. Wir kaufen einfach mal ein paar, dass wir sie auf jeden Fall schon im Inventar haben. Dann ist es immer ein bisschen leichter, das Ganze zu traden, denn dann hat man sie einfach schneller da. Wir nehmen sie wieder auf den Arm und gehen in die Mitte und gucken, ob schon ein paar Rollies da sind. Dann sind wir in der Mitte und oha, hier ist schon mega krass viel los und wir laufen einfach jetzt mal in irgendeine Richtung und gucken, ob irgendjemand ein Cobra-Pet haben möchte. Falls ihr auch mal mit mir traden wollt, das geht ganz einfach. Ihr müsst mir einfach auf Roblox folgen und das findet ihr in der Videobeschreibung und dann klickt ihr einfach auf die drei Punkte und klickt auf Folgen. Mein Username ist Sandy Roll. Wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Dann haben wir den ersten Trade von Roblox Lina 123. Das ist ein bisschen zu krasses Angebot, Lina. Da bist du over 3000, hätte ich gesagt. Also ich, was? Oh mein Gott, Leute, das Angebot ist zu krass. Lina, ich habe ein schlechtes Gewissen. Der Peacock ist fly. Oh mein Gott, Leute, was? Macht sie das wirklich? Birthday Present. Oh mein Gott, er heißt Birthday Present. Das ist ein so krasses Angebot für eine Cobra. Und hi, hi an alle Rollies. Hi. Okay. Schön, dass ihr da seid. Macht sie das? Ich mache das nur, wenn sie okay drückt. Ansonsten mache ich das nicht. Das ist nämlich ein so krasses Angebot, Leute. Ein paar Sekunden später. Okay, Leute, sie hat nicht okay gedrückt und mir ist es zu krass. Wenn sie sich da nicht sicher ist, dass sie den Trade machen möchte, dann möchte ich den Trade definitiv auch nicht machen. Aber Leute, ich trade heute nur und ausschließlich Cobras und deswegen wollte ich nichts anderes machen. Und oh mein Gott, ein Swan. Oh, als ob. Das machen wir auf jeden Fall. Lucky Lou 775. Vielen herzlichen Dank für deinen coolen Trade. Ich liebe die Swans. Die sind so süß. Und der ist auch noch Riot und schon ein Preteen. Oh mein Gott, Leute. Das ist ein richtig, richtig cooler Trade. Falls ihr so Robux-Pets kaufen könnt, weil ihr Robux habt, dann macht das unbedingt am allerersten Tag, denn da kriegt ihr die krassesten Angebote ever immer. Eine King Bee. Das ist... sieht ein bisschen Poke... Poki Dino 010. Oh Gott. Nein, 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 es langt schon. Bitte, es reicht. Oh Gottes Willen. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Kennt ihr das? Und alle so, nein, Sandy, wir kennen das nicht. Das ist ein krasser Trade, Leute. Eine King Bee, ein Pinguin, ein Ride Robin und ein Neon Ground Sloth. Das ist meiner Meinung nach auch ein richtig, richtig gutes Angebot. Bin ich hochkatapultiert worden. Angebot. Oh mein Gott, Leute. Dankeschön an Poki Dino 010 für dieses mega krass coole Angebot. Und falls ihr... Hi. Hallo. Sie heult. Nein, Carl Jensen, heul doch nicht. Bitte nicht. Bitte nicht weinen. Okay, ganz Joel 3 ist der Nächste, nehme ich an. Moment, haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Oh, er bietet ein Ghost Bunny. Das ist nice, Leute. Das machen wir. Das ist zwar jetzt nicht so ein krasses Angebot wie die anderen Angebote davor, aber ich liebe Ghost Bunnies. Er ist schon ein Teen. Leute, lasst es machen. 500 Robux ist vielleicht ein bisschen viel für einen Ghost Bunny, denn ich habe mega viele Ghost Bunnies, aber ich mag die mega gerne und er hat No Potion und ich glaube, wie gesagt, es ist kein gutes Angebot, aber ich bin mir sicher, dass Joel ein Rolly ist und ich weiß nicht, ob er Robux hat. Vermutlich nicht. Von daher nehmen wir das Angebot jetzt einfach trotzdem an. Die nächste ist Selin 123401. Oh, sie bietet einen Unicorn und einen Dragon. Oh mein Gott, das machen wir unbedingt. Die kann ich nicht mehr traden. Ich habe schon 5. Wow, was ist das? Ein Throne Stroller und ein Balloon Stroller. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Es klingt alt.
Es klingt so, als wenn es irgendwie alt wäre. Das ist auch ein krasses Angebot von Celine oder Celine. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man dich ausspricht. Falls du das Video siehst, du kannst es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man dich ausspricht, denn es ist mir immer mega, mega peinlich, wenn ich die ganzen Namen immer komplett falsch ausspreche. Die nächste ist Emmy und ich hänge fest. Oh Gott, wartet, ich muss ganz kurz noch eine weitere Cobra kaufen. Und wir packen sie rein und oh, Emmy hat einen mega Ride Stingray, ein Fossil Egg, ein Sloth und ein Red Panda. Das ist ein bisschen viel. Das Problem ist, ich kann halt nicht wirklich stehen bleiben, weil sonst sind meine Trades wieder eingefroren. Ich würde ihr gerne schreiben, dass mach nur Mega Stingray. So, okay, das hat, glaube ich, geklappt. Ich möchte gerne, dass sie nur den Mega Stingray macht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das liest. Liest sie das? Emmy? Ein paar Sekunden später. Sehr, sehr gut, sie hat es gelesen, denn das ist zu viel. Leute, da habe ich ein mega krass schlechtes Gewissen, wenn ihr so viel mit mir traden wollt, weil da habe ich dann instant ein mega krass schlechtes Gewissen. Sie hat mir gerade geschrieben, ob ich noch etwas anderes habe. Ich kann jetzt noch eine Cobra kaufen, aber da ich auch mega, mega viele Stingrays habe, ist das Maximale, was ich bieten möchte für den Mega Stingray, denn ich habe auch schon mega, mega viele. Ich glaube, ich habe irgendwie 25 Stingrays oder so. Von daher ist das so, dass das Maximale, was ich für einen Mega Stingray ausgeben möchte. Und sie hat ja gesagt, oh mein Gott, wir bekommen einen Mega Stingray. Das ist richtig, richtig cool, Leute, da freue ich mich. Emmy, vielen, vielen Dank für deinen mega, mega coolen Trade. Und hier sind so viele Rollies, guck mal, ganz viele. Hi, hi an alle, dickes Bussi geht raus an euch. Oh nein. Haben sind meine Trades angefroren? Bitte nicht. Bitte lieber. Ja, Trade war successful. Unicorn Fohlen, wie süß ist bitte der Name Unicorn Fohlen? Haben wir schon wieder keine Kobras mehr? Oh mein Gott, Leute. Das ist zu krass. Hier, bitteschön, eine Kobra. Unicorn Fohlen wartet auf mit einem Golden Unicorn, ein normales Unicorn, ein Shark, ein Lunar Ox, ein Horse, eine Bee, ein Clownfish, ein Sloth. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Was? Nein, das ist zu viel. Mach bitte was raus. Zu viel. Oh Gott, jetzt bin ich in ein Haus gegangen. Okay, sie hat jetzt das goldene Unicorn, das normale Unicorn, einen Shark, eine Biene und einen Clownfisch. Das ist wunderbar. Hilfe, ich werde verfolgt. Okay. Oh nein, Hilfe, lasst mich bitte. Bitte lasst mich. Ich komme jetzt hier nicht mehr raus, bis der Trade zu Ende ist. Okay, wir rennen einfach weiter. Dass unsere Trades nicht einfrieren, Leute. Denn wenn zu viele Leute mir eine Anfrage schicken, dann frieren meine Trades ein und dann kann ich gar nicht mehr traden. Und jetzt kann ich nicht confirm klicken. Jetzt. Unicorn Fohlen, vielen herzlichen Dank für diesen krassen Trade. Dankeschön. Der nächste ist Leo Hundi und wir haben schon wieder, wie viele Robux haben wir denn schon ausgegeben für die Cobras? Ich hätte gesagt viel. Leo Hundi bietet eine Ride Snow Owl, eine Ginger Cat und das war's. Grundsätzlich mag ich die Snow Owls. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Trade annehmen möchte. Ich habe schon so unfassbar viele Sachen getradet. Ach Leute, lasst machen, oder? Wir haben jetzt gerade vorhin einen Ghost Bunny angenommen. Das war der schlechteste Trade, hätte ich gesagt, den ich angenommen habe in diesem Video. Aber Snow Owl, glaube ich, kann ich ganz gut wegtraden für ein anderes Pet. Von daher ist es, glaube ich, ein okayer Trade. Die anderen Trades, die wir gemacht haben, sind auf jeden Fall aber besser gewesen. Hätte ich gesagt. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, welche Trades hättet ihr bis dato angenommen und welche Trades hättet ihr abgelehnt. Denn es gibt bestimmt einige Trades, die ich gemacht habe, die ihr abgelehnt hättet. Aber ihr müsst immer bedenken, das sind meine Zuschauer und deswegen mache ich einfach gerne Trades, die vielleicht auch nicht ganz so krass sind. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Trade ist, den ich überhaupt nicht gut finde, dann lehne ich den ab. Zum Beispiel wie von Butterfly 2364. Ich brauche gar keins dieser Pets. Die Biene könnte ich natürlich herschenken, wenn ich Rollies so im Server sehe. Oh, jetzt addet sie noch. Sie hat jetzt noch einen Frog geaddet. Ich hätte gesagt, das ist es trotzdem wert, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Das sind letztendlich alles Pets, die ich nicht brauche. Aber wer weiß, ob Butterfly halt Robux hat.
Und vermutlich hat sie halt keine Robux und hätte halt wahnsinnig gerne die Cobra. Oh, jetzt hat sie noch einen Luna-Ochsen geaddet. Ja, die schenke ich mega gerne her, Leute. Lasst es machen. Lasst den Trade trotzdem machen. Auch wenn der jetzt für mich persönlich jetzt nicht mega, mega gut ist, machen wir das. Butterfly 23641, ich hoffe, du freust dich über deine Cobra. Die sind süß, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr das neue Pet? Ihr seht es immer hier, wie sie rumschlängelt. Ich finde sie mega cool. Leute, wir kaufen jetzt noch eine einzige Cobra. Und das ist dann der letzte Trade. Denn ich habe fast meine ganzen... Also nicht fast meine ganzen, das stimmt nicht. Aber ich habe irgendwie die Hälfte von meinen Robux jetzt schon ausgegeben. Starlight 275644 bietet einen Octopus, ein Horse, einen Pinguin. Wow, das sind richtig coole Trades, die hier reinkommen. Und das ist es, jawohl. Das nehmen wir definitiv an. Ich habe noch nicht so viele Octopi. Und ich liebe Pferde, ihr wisst Bescheid. Das Pferd erinnert mich immer an meine verstorbene Stute Casey. Von daher machen wir den Trade auf jeden Fall. Ich finde den mega, mega cool, denn die Octopi sind gar nicht so einfach zu ziehen. Also finde ich persönlich. Und jetzt wartet mal ganz kurz, wir müssen... No one. Die Trades ausmachen und gucken mal ganz kurz rein, was wir alles getradet haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier alles sehen, aber wir haben so unfassbar viele Trades gemacht, Leute. Das ist so krass. Und hier sind die Rollies. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Machst du ein Video? Ich mache ein Video. Oh mein Gott. Und sie hat eine Shrew. Das ist mega, mega süß. Oh mein Gott. Ich danke euch, dass ihr alle dabei wart. Wie gesagt, folgt mir auf Roblox, wenn ihr auch mal dabei sein wollt. Und ihr könnt gerne meinem Discord-Server joinen. Da schreibe ich immer rein, wenn ich auf einen öffentlichen Server gehe. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, was ihr so traden könnt für eine Cobra. Aber wie gesagt, falls ihr das Video seht in irgendwie ein, zwei Wochen oder so, dann kann es sein, dass die nicht mehr so viel wert ist. Denn die meisten Pets sind einfach in den ersten paar Wochen mega krass viel wert und danach einfach nicht mehr. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!